Bei den 10 Geboten geht es um Beziehungen. Und es geht um die Beziehung zwischen Menschen und um die Beziehung von Menschen zu Gott. Es geht darum, wie Beziehungen gelingen können. Und das ist gar nicht so einfach, denn jeder hat seine Interessen. Wenn wir heute darüber sprechen, wie das Leben, das Zusammenleben gelingen kann, dann haben wir schon Erfahrungen, die wir mitbringen. Das sind die Generationen unserer Eltern, die Generationen der Eltern, der Großeltern, aber auch viele Generationen vorher. Denn die wichtigsten menschlichen Probleme, die sind ja immer die gleichen Probleme. Wenn ich mich in jemanden verliebe oder wenn ich etwas haben möchte, aber dafür nicht das Geld besitze, die Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Das sind Fragen, die hat man sich immer als Mensch gestellt. Und diese Erfahrungswerte, wie die beantwortet werden können, die sind bei den 10 Geboten ganz, ganz stark komprimiert. Deshalb sind die 10 Gebote eigentlich ein Erfahrungsschatz des sozialen Miteinanders, die man dann in 10 Regeln zusammengefasst hat, damit man sie an den 10 Fingern abzählen kann, lernen kann. Die Kinder haben wirklich früher die 10 Gebote an den 10 Fingern gelernt und dann im Alltag sich fragen kann, wie können wir das realisieren? Das Gebot an sich gibt den Rahmen. Und wir müssen immer in jeder Situation neu fragen, was heißt das eigentlich, nicht zu töten, nicht zu stehlen, nicht Ehe zu brechen oder nicht zu begehren, den Besitz von jemand anders. Bei den 10 Geboten müssen wir eine Unterscheidung treffen. Das eine ist, wir haben eine Geschichte, in der diese 10 Gebote erzählt werden. Das ist die Geschichte von Mose, wie er eine jüdische Gruppe aus Ägypten herausführt. Diese jüdische Gruppe hat vorher als Sklaven dort gearbeitet, hat sehr schwere Arbeit tun müssen, mehrere Generationen lang, war unterdrückt und sie sind herausgeführt worden in die Freiheit. Und deshalb sind aus der Geschichte des Exodus heraus diese Gebote, Gebote der Freiheit. Und das ist auch in der Überschrift dort: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat. Und du hast erlebt, wie es ist, unfrei zu leben. Und jetzt, wo du in die Freiheit gekommen bist, ist deine Herausforderung, wie kann ich diese Freiheit gestalten, dass die Menschen, mit denen ich zusammen bin, nicht wieder versklavt werden.